Michel Salov-Kost und die Malerei. Malerei bedeutet, Farben auf eine Oberfläche wie Papier, Leinwand, Holz, Beton oder andere Flächen aufzutragen. In der Malerei hat der Künstler die Möglichkeit, diese Tätigkeit mit Zeichnungen zu verbinden und seine ästhetischen Betrachtungen auszudrücken. In diesem Sinne erlaubt die Malerei dem Künstler, sich in einem persönlichen Stil auszudrücken, und es gibt so viele und verschiedene Stile und Themen, wie es Künstler auf der Welt gibt. Deshalb betrachtet man diesen Ausdruck als Kunst. Die Malerei kann figurativ, abstrakt, erzählerisch, symbolisch, spirituell oder philosophisch sein. En fait, je peins beaucoup avec la gouache et je prends mes couleurs directement du. Ja, zurzeit arbeite ich sehr viel mit der Gouache und ich nehme die Farbe direkt aus der Tube und meine Arbeit besteht darin, dass ich eben die Farben, Formen und Materien vermische. La couleur, tout l'enjeu, c'est de faire que les couleurs qu'on juxtapose. Ja, die Herausforderung dabei ist, dass man die Farben so auftragt, dass man durch die verschiedenen Farbschichten eine Harmonie erreicht. Et qu'il y ait un lien entre ces couleurs. Und dass auch eine gewisse Verbindung zwischen den Farben hergestellt wird. Le plus difficile, c'est en fait au-delà des couleurs, les formes que je vais créer. Ja, die zweite Schwierigkeit nach den Farben ist auch die richtigen Formen zu finden, und auch diese Formen müssen ineinander abgestimmt werden. Und was wichtig, auch wichtig ist, auch ist dieser Pinselstrich. In der Farbe, und natürlich mit der Zeit entwickelt man einen gewissen Stil, der in der Malerei sofort sichtbar wird. Man erkennt die Hand des Künstlers. Ja, und auch eine poetische Komponente, wie eben diese Farben, Formen und Materien einander sich einander anschmiegen und wie die Harmonie eben hergestellt wird und wie der Ausdruck des Künstlers dann über die Jahre sich formt und dann auch sehr leicht zu erkennen ist. Pinceau, de style. Ja, dieser Stil, dieser Strichführung kann man auch vergleichen mit der Musik oder mit anderen künstlerischen Ausdrücken. Ce qui fait l'art plus particulier d'une personne, ce qui caractérise ist dann die Kunst, die persönliche Kunst, Ausdruck dieser Person, und hat dann wie in der Musik oder in der Malerei eben, man spricht vom Stil des Künstlers.
parfois j'hésite entre deux couleurs. Ja, manchmal passiert es mir, dass ich zwischen zwei Farben Et puis, en fait, je laisse zögere, l'instinct me aber ich guider. lasse immer C'est meinen beaucoup, c'est très Instinkt instinctif, en fait. zu Worte kommen. Es ist eine sehr instinktive Arbeit. Und der Instinkt sagt mir dann, welche Farbe C'est ich très auswählen différent soll d'un und travail intellectuel. C'est an plutôt das un travail schon angefangene émotionnel. Bild anschließen soll. Es ist Parce que, also en sehr fait, instinktive c'est Arbeit im vraiment. Gegensatz zur intellektuellen Arbeit. Der Pinsel geht À fast travers le von ganz allein. ressenti. Es ist meine Gefühle, Et le cerveau holistique, le cerveau. die ich gerade Le cerveau empfinde, droit. werden ausgedrückt und auch das Que le, holistische la peinture Teil des se Gehirns, réalise das peut-être. rechte Teil arbeitet hier im Gegensatz Parfois je peux réfléchir. En zum même temps que je intellektuellen peins, je réfléchis à des choses complètement différentes que la peinture. Et la Teil peinture im Hirn. se Und réalise. es Comme ça, kommt presque sehr oft vor, dass ich sans que male mon und cerveau intellectuel soit mein tellement engagé, intellektuelles ou même quand il est Gehirn occupé zur autre gleichen chose. Zeit über verschiedene Themen Et nachdenkt ma und ich die main auch in meinem Gehirn se met à entwickle peindre und meine et agit Hand geht weiter und d'elle-même, en malt quelque sorte. Et mit le meinem tableau se Unterbewusstsein fait pratiquement ganz, ganz von alleine eigentlich. au-delà de ma volonté consciente. Und auch, man kann fast sagen, dass mein Wille, also mein bewusster Wille ausgeschaltet ist und wirklich mit meinem Unterbewusstsein die erste Rolle Alors, je spielt. ne sais jamais ce qui va sortir. Alors, c'est ça qui est un Und peu ich weiß selbst angoissant. nie, was aus À dem moins que je me dise que je vais travailler Bild, sur un thème, was alors dans ce cas-là, herauskommen je wird, prends wie das Bild ausschauen tableau, par wird. exemple, ancien que j'ai fait déjà, Manchmal nehme ich et auch je me ein dis que je vais le älteres Bild von mir reproduire her und ou le entweder ich kopiere es oder retravailler ich ce thème. interprétiere es neu. Alors, ça me donne un support. Das ist Mais nämlich si je veux que le tableau soit réussi, il faut aussi qu'à un moment donné, je laisse libre Anfangspunkt cours und à mon imagination, und leitet es à dann weiter l'intérieur und de ce entwickelt es thème, tout de weiter. même que je laisse libre cours à mon imagination, parce que sinon, Aber ist meine Vorstellung und meine Fantasie ça muss manque un immer peu de freien vie, Lauf ça devient gelassen une sorte de werden. copie, Ja, eine richtige Kopie comme si je me copiais à moi-même. Si je faisais une ist nicht copie sehr interessant. Es ist nur interessant, wenn man de etwas mon propre Neues travail précédent, ce qui est hineininterprétiert. intéressant aussi. Mais en général, les copies sont beaucoup moins vivantes. Et enfin, il manque un Ja, bei côté. einer Kopie fehlt immer das Il y a toujours Leben dans und l'original, dans le der tableau. künstlerische Ausdruck der Seele, der eigentlich das Bild ausmacht. Das ist Qui oft bei deiner Kopie eben émergé nicht vorhanden. directement. Il y a toujours une dimension de vie, une force Ein de vie Original, die Kreation hat immer qu'on ne diese retrouve pas dans les Dimension des copies. Lebens, Même des si l'original est Lebhaftigkeit. parfois beaucoup moins bien peint que la copie. Ja, C'est manchmal ça ist qui ein fait que l'original est Original d'ailleurs nicht une so schön gemalt originalité wie eine copie. Kopie, aber On dafür disait, hat es eben einen l'original anderen est souvent Ausdruck, moins ein anderes bien peint Leben, que eine la andere copie. Seelen, Voilà, donc voilà un Sprache. tableau qui Ja, jetzt das ist est en das train de se Bild ist terminer. schon fast fertig. Ich zeige es Je fais mal her. attention de pas Ja, man kann es nicht le sehr faire lange couler, parce qu'il y a aufrecht encore halten, weil humidité. einige Je le mets Farben au eben noch soleil. rinnen oder nicht trocken sind natürlich. Ja, hier sieht man jetzt das Bild näher fotografiert. Alors parfois je mets un peu d'eau sur Ja, la das feuille, ist comme jetzt ça. Donc là ein on n'a pas neuer de Anfang für couleur. ein neues Bild Je und prends ich un fange hier pinceau an bien propre. mit reinem Wasser, mit Et einem ça va me reinen Pinsel, permettre, das Papier un peu comme dans le zu piano quand on appuie sur befeuchten. la pédale, Das ist schon ein schöner là ça va permettre de Support, poser weil wenn man dann mit der Farbe eben darauf malt, mon geht die pinceau Farbe sur une zone sofort, déjà wird's humide. vermischt sich mit dem Wasser. Und gibt gleich Et qui va faire que eine la interessante peinture va Materie s'irisser, her. va se répandre sur toute la zone où il y a déjà de la couleur. Et ça va donner Ja, jetzt sehen Sie wieder, ich des effets nehme die Farbe wieder très, très direkt aus der jolis. Tube, vermische es aber dann
eben mit dem Wasser. Et par exemple, je Und der remets une seconde Pinselstrich. couche avec une couleur différente. Ça fait que je vais avoir déjà une Macht es harmonie dann, des rouges. dass sich diese neue Farbe zu den schon also aufgetragenen Farben Une complexité du vermischt rouge qui fait que und diese la peinture schönen Rottöne est intéressante. Haben dann gleich einen gewissen Alors là, j'ai l'impression que ce qui se dessine, c'est une cible. Ja, und was sich da jetzt wieder herausstellt, ist, dass ich en fait, wieder diese Siebel male, diese Zielpunkte, einen Zielpunkt oder ein abgeschlossenes kleine Welt. De la peinture. Ja, das ist eine andere Technik, dass ich einfach die Farbe aus dem Pinsel auf das Bild spritze, fast kann man sagen. Oh. Ja, ein neuer Kreis mit Wasser, ein neuer Kreis mit blauer Farbe, die sich jetzt mit dem Wasser vermischt. Und ganz dezente und feine Kontraste und Nuancen in der Farbe dann bildet. Diese Nuancen, wenn dann das Bild trocknet, voilà, ben là, werden le dann noch est déjà pratiquement terminé. Reiner Alors, und pourquoi, à un moment donné, un tableau est ja, terminé? Warum ist jetzt ein Bild, wann kann man sagen, ben wann das Bild fertig en fait, ist? C'est comme une sorte d'équilibre qui s'installe. Ja, der sur Maler la feuille. On schaut sent sein que, Bild an und sieht, dass eine gewisse Harmonie und ein Gleichgewicht parfois. Im même, Bild même pas signer le tableau, vorhanden ist tellement, und wenn je man sens kann que eigentlich si je nichts mehr dazu fügen, ohne dass man denkt, dass es weniger schön bien. Ist. Donc man muss une, es dann so une lassen, sorte de stabilité qui s'installe, weil sich die Farben und die Formen stabilisieren und man kann eigentlich nichts mehr dazu sans fügen. Qu'on sente que ça, ça, Manchmal ça habe ich sogar ein bisschen Zurückhaltung und auch manchmal dieses Bild zu unterzeichnen, weil ich finde, dass selbst die Unterschrift dem Bild etwas wegnehmen könnte. Alors c'est vrai que avec le temps, ce que je constate, ja, mit der Zeit stelle ich fest, dass jeune, ben, ich je faire beaucoup de, jetzt eine gewisse pour arriver à Maîtrise un tableau in dem Malen erreicht habe. Wie ich jung war, habe ich viele là, kleine Skizzen machen müssen, bis ich eben ein Bild de perfekt gemalt habe. Und jetzt mit meiner Erfahrung und mit meiner Öffnung zum zu meinem Unbewusstsein malt sich das Bild Alors, eigentlich wie geleitet von einer Hand, die durch meine force, Hand das Bild macht. Ja, man hat natürlich dann einige Automatismen, die man annimmt und die einfach kommen, so wie wenn man ein Auto fährt, wenn man mal richtig das Auto fahren kann, macht man das auch automatisch. Und bei der Malerei sind auch gewisse Automatismen, die man natürlich anwendet. Ja, die Pinsel sind von verschiedener Konsistenz, also sehr weiche Pinseln oder harte Borstenpinsel, und jeder Pinsel hat eine gewisse Aufgabe zu erfüllen in der Materie und in den Formen. Telle qu'elle se construit sur la feuille. Alors la matière, c'est en fait au-delà de la couleur et des formes. La matière, c'est en fait le coup de pinceau, c'est, ja, die Materie ist das, was außer den Farben und den Formen eben die Materie ausmacht, wie die Farbe aufgetragen voilà, ist. Là, je regarde la peinture et puis je sens petit à petit qu'elle se stabilise. Ja, diese kleine, das kleine Bild, die Farben
stabilisieren sich jetzt auf dem Papier. Und ich weiß, sie ist fertig. Ich werde jetzt trocknen lassen. Alors elle va sécher et elle va encore se modifier un peu. Und sie wird sich noch leicht verändern durch das Trocknen, weil die Farben eben in das Papier hineingehen. Und jetzt wieder ein Blick, eine nähere Aufnahme dieser Gouache. Eben, da sehen Sie diese schönen Transparenzen in den Farben, die Farben, die ineinander verfließen, die Projektierung von vom Pinsel. On arrive un peu à la conclusion. On arrive à maintenant. Ja, abschließend möchte ich noch über die Gegenwart sprechen, wo ich jetzt stehe. Ja, seit ungefähr 10 Jahren hat sich meine Arbeit bedeutend ausgeweitet. Und ich male seit 10 Jahren wieder sehr intensiv. Qui pour moi est finalement une sorte de fil conducteur qui a guidé toute ma und vie. Ich puisque, kann wirklich sagen, dass die Malerei der rote Faden meines Lebens ist und der mich nie verlassen hat. Ich habe sehr früh schon als Kind angefangen zu zeichnen und zu malen. Und durch die Malerei habe ich mich immer mit meinem Unterbewusstsein in Verbindung gesetzt und vor allem meine rechte Gehirnhälfte arbeiten lassen. Und ich glaube, sagen zu können, dass ich eine besondere Begabung und Kapazität habe, die Farben zu vermengen und zu kombinieren. Und ich glaube, dass ich einer der seltenen Künstler heutzutage bin, die diese Nähe und diese Fähigkeit, die manuelle, die haptische, den haptischen Einfluss für die Malerei noch auszuüben. Und das ist eine besondere Fähigkeit, die mich dazu befähigt, Zeichnungen so einfach in einfachen Strichen zu machen. Und alles sitzt auf den ersten Strich, weil ich eben tausende von solchen Zeichnungen, solchen Bildern gemacht habe und das erleichtert eben meine Fähigkeit, hier zu manuell zu zeichnen. Und viele zeitgenössische Künstler haben sich jetzt mehr auf mechanischen Ausdruck spezialisiert, wie Foto oder Reproduktion von Digitalfotos und so weiter. Und ich kann sagen, dass ich Gott sei Dank die amerikanische Malschule erst nach meinem Beaux-Arts-Studium in Paris kennengelernt habe, weil sonst hätte ich vielleicht diese Arbeit der Erziehung, wenn ich so sagen kann, meiner Hand nicht so seriös gelernt und ausgeführt. Und das war wirklich eine sehr gute Schule für mich, dieses Wissen und diese Gesten wirklich von der Pike auf zu lernen. Und mit der Erfahrung, die ich jetzt habe,
kann ich wirklich chute, mit quand j'étais Leichtigkeit plus jeune, einige die Bilder quand j'étais plus jeune, machen il fallait und que je habe fasse auch peut-être une centaine viele de peintures pour en avoir une à peu près bien, alors que maintenant, die pratiquement, Bilder, die ich jetzt chaque mache, sind peinture que je fast alle fais gut, bis auf natürlich einige Ausnahmen, im fonctionne. Gegensatz zu meiner Jugend, wo viel Donc, Abfall war. je me suis remis à beaucoup à la peinture. Et puis, je lance aussi, toujours dans l'esprit de la prospective, un grand Ja, projet qui est un peu le projet ich habe mich jetzt de mes intensiv seit den letzten Jahren mit der Malerei beschäftigt, aber auch mit meinem prochains mois en termes zweiten de réflexion prospective. C'est la Interessenfeld, die planète du troisième Prospektive, millénaire. die Alors, la Zukunftsforschung. planète du Und troisième millénaire, ich c'est un peu habe seit einigen ce que j'ai Jahren fait mein ma vie, mais Projekt c'est der de l'affirmer Université encore plus Intégrale vraiment. in Paris C'est, eh bien, auf die sortons Füße des gestellt. nids Ich bin ou du catastrophisme. der Le déni, Präsident je consiste à und dire, ben voilà, non, non, le der monde va Kreateur continuer comme dieser avant. Je ne Université parle pas du tout Intégrale. parce que je crois Und qu'effectivement, ja, jetzt spreche ich kurz über l'ensemble de dieses la Thema. situation contemporaine est très différente de tout ce qu'on a connu. Unsere zeitgenössische Et très Situation diffuse. Et les problèmes qu'on ne der résoudra pas ganzen avec les solutions d'hier. Menschheit ist im Et puis, d'un Umbruch autre côté, le und catastrophisme wir consiste à dire, müssen ben voilà, il n'y a plus d'espoir. Wirklich der Realität in die Les Augen problèmes sont tellement schauen. graves Und es qu'on gibt peut natürlich pas, verschiedene comment on Meinungen fait. dazu. Die einen Et sagen, les deux savants qui die einen m'ont sagen, ja, sonné dans le catastrophisme es ist eine ont extrêmement Katastrophe, wir ramené können nichts mehr au tun déni, parce que und c'est tellement man catastrophique kann sowieso que die Situation nicht il faut ändern. mieux Und ich sage aber, considérer qu'il n'y a pas vraiment de wir problème. müssen neue Wege finden und die Lösungen für die neuen Wege Et liegen nicht in der Vergangenheit. donc ça, c'est mon deuxième grand projet actuel, la Ja, das ist peinture mein zweites et großes Projekt l'écriture de la planète du in troisième meinem millénaire. Leben. Alors pour ce faire, j'ai Ist eben die constitué Malerei, der Ausdruck in der Malerei un groupe de und dieses réflexion wichtige Buch, et das ich zurzeit schreibe, Der Planet des je dritten pense que ça va Jahrtausends. être très utile pour identifier et avancer dans la réflexion. Ja, und die ganzen Car je crois aussi que la Überlegungen planète du und troisième millénaire, die Studien c'est pas la vie, c'est zu pas diesem le travail Thema d'un homme, c'est le travail mache de ich tous in les hommes. einem Think Tank, in Et einer Gruppe. Und das ist mon natürlich travail à ein moi, en Buch, tant das que nicht ein perspectiviste, c'est Buch aussi pour me eines mettre à Mannes ist, das l'écoute ist ein Buch der Menschheit de tout ce qui se globale. passe aujourd'hui et d'utiliser ma sensibilité Und wir pour quelque analysieren sorte alles, devenir une was sorte sich zurzeit de catalysateur. Tut auf verschiedenen Ebenen. De Und tout ce qui existe déjà, parce que je crois qu'effectivement le va naître verwenden das als de tous Katalysator. les efforts faits depuis déjà maintenant des décennies par les uns et les autres. Und versuchen das Donc, zu verwerten, die ganzen voilà. Alors l'autre aspect, Anstrengungen c'est und la vidéo, parce que j'essaie de faire de plus en Studien, die in plus den de letzten vidéos à la Jahren fois von sur vielen mon Menschen schon travail, gemacht mais à la fois worden aussi sind. sur différentes expériences qui peuvent illustrer ou donner espoir dans les aspects de transformation du monde. Ja, und ich arbeite eben Et in puis à diesen la Themen in photo, je Paris, continue. Hoffnung und neue Wege, neue De manière tout à Auswege fait für étonnante, diese, il y a la montée diesen en puissance de la Umbruch zu musique. finden. Puisque j'ai Ja, nach der, toujours fait de la auch musique neben der Malerei et que beschäftige ich mich là, mit der on dit, si je Videoart, me mit montre, si Videos. je veux le faire, ben, il ne Und faut pas que j'attende mein trop. Lieblingsausdruck der Kunst Et donc, ist die ben, je m'y Musik. mets, même si Und ben, ich le temps me manque énormément pour versuche, développer la mich der musique comme Musik l'une de mes auch chambres de mes autres zu activités. widmen, Et là, obwohl j'ai mir die Zeit commencé à natürlich sehr faire des dazu petits fehlt. morceaux musicaux Ich komponiere kleine avec Musikstücke des textes poétiques. und Et ça me plaît beaucoup. mache auch natürlich kleine Poesien oder Gedichte dazu. Und das liebe ich besonders. Ja, jetzt sehen wir noch einmal hier das fertige Gesicht, dieser Ted. Und verabschieden uns mit diesen letzten Bildern. Je l'ai vu. Il est là. Caché derrière le mur. De la porte.
J'ouvre. Le néant. Il est là. Toujours présent, comme un animal de compagnie. Il me parle d'un langage venu d'ailleurs.